Hallo Leute, willkommen zurück zum, ja, keine Ahnung, wie viel der Part das ist. Und ja, der Veno ist natürlich auch wieder dabei. Hey, das bin ich. Du hast immer denselben Spruch. Ist voll langweilig, oder? Den kann man aber auch jedes Mal bringen. Naja, das stimmt. Obwohl, Okay. diesmal hast du mir nicht eine gute Vorlage gegeben. Zum Typen müssen wir jetzt Naja, ist hin, egal. ne? Weiter geht's. Ja, geh auch bitte rein. Zum Typen. Ja. Ich glaube, der Großteil dieser Figuren hier ist ein Typen. Sieht sehr schick aus gerade. Dachte ich mir, dass du es bist. Übrigens, der Schwertmeister meint, du könntest es dir abschminken. Was willst du denn? Ich suche den Schwertmeister von Mealy. Langsam wird das lästig. Bin gleich wieder da. Bin in 5 Sekunden wieder da. So, und jetzt Okay. musst du hinter ihm her. Okay. Hier lang oder was? Ja, direkt hinter ihm her. Ich glaube, den kann man, ja, das leckt bei mir ein bisschen. Genau, du kannst ihn ja sehen, wo er langläuft. Du musst direkt hinter ihm her. Ja, klasse. Mann, ey, wie weit geht der denn? Das wollte der alles in 5 Sekunden schaffen? Ist das der? Ja, auf der Karte müsstest du ihn sehen können. Siehst du, da musst du zu dieser Abzweigung. Hier, Nee, nicht Gabelung. Zirkus. Gabelung, Ich dachte schon, warum ist denn der auf einmal verschwunden? Wo ist der hin? genau. Ist einfach immer folgen. Wo führt er mich rum? Oh, kann ich auch zu den Pflanzen? Ja, kümmern wir uns später drum. Überall, weil, okay. Unwichtig. Mann, ey, wie weit will der gehen? Oh, was war das für? Geh zum Schild. Wieder was? Achtung, tiefe Schlucht. Okay. Ja, das ist eben der Grund, warum wir da nicht weitergekommen wären, weil erstens hätten wir den Weg gar nicht gefunden und wenn wir zu dem Schild gekommen wären, hätten wir die Schlucht nicht überqueren können. Ich bleibe lieber hier hinten und lausche. So, na, jetzt muss ich eine Frau stellen. Hallo Carla. Ich hab dir doch gesagt, hau ab! Diesmal bin ich nur aus geschäftlichen Gründen hier. Dieser Junge kam in mein Geschäft und gib's zu, du alter Lustmolch! Du erfindest immer neue Ausreden, um mich hier zu belästigen. Ja, im Allgemeinen schon. Nun, dann hör auf damit. Hör damit auf. Ich hab die Schnauze voll. Zieh Leine und komm nicht nochmal hierher. Jemand könnte dir folgen und dann wäre ich eine weitere Mealy Island Touristenattraktion. Na gut, das ist dann deine Sache, Baby. Ja, natürlich. Und nun zischt ab! Okay. Jetzt muss ich Was? bestimmt zu der, oder? Richtig. Ja, voll ätzend als Frau. Oh Mann, oh Mann.
Geh zum Schwertmeister. Wer wagt es, sich dem Schwertmeister ohne Erlaubnis zu nähern? Und eine Erlaubnis habe ich dir sicher nicht gegeben. Ich quietsch voll. Okay, ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Das glaube ich nicht. Jeder, der hierher kommt, will kämpfen. Sei doch ehrlich. Du bist hier, um dich den Anführern zu beweisen, um eines Tages genauso zu verkommen wie sie. Ja, das trifft die Nadel auf den Kopf. Nicht schlecht. Ich kann an deinem sarkastischen Lächeln sehen, dass du bei General Smirk trainiert hast. Smirk. Na gut, bringen wir es hinter uns. Mein Schwert wird dich in 1000 Stücke schneiden. Ja, das ist besonders. Sie benutzt nicht dieselben Beleidigungen, aber du musst jetzt immer die richtigen Antworten darauf finden. Okay, was könnte denn passen? Das so. Staubwedel. Meinst du? Glaube schon. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Das war gut. Jetzt. Leute wie dich sehe ich sonst betrunken in der Gosse. Ratlosigkeit macht sich breit. Ach doch, ja, jetzt weiß ich es. Natürlich, Familientreffen. Okay. Ah, du warst also beim letzten Familientreffen. Oder auch nicht. Entschuldigung. Mein Name wird in jeder dreckigen Ecke gefürchtet. Okay. Ach so, ja, natürlich, das ist hier Putze. Das ist Putze, dreckige Ecke. Ah, okay. Bestimmt. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt. Ja. Nur ich habe das Geschick eines echten Meisters. Ich denke, es ist das, willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden, aber ich bin mir nicht sicher. Ich vertraue dir einfach mal. Warte, bevor du das jetzt kriegst. Ja? Der hat doch gesagt, nur ich habe das Geschick eines Meisters. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen, dann würde vielleicht auch gehen. Vielleicht solltest du es einmal benutzen. Ja, und das war sogar richtig. Sehr schön. Kluge Gegner rennen weg, sobald sie mich sehen. Auch bevor sie deinen Atem riechen? Das ist bestimmt richtig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Nochmal? Okay. Ich habe nur einmal einen Feigling wie dich getroffen. Ich würde dann aber auch sagen, willst du mich mit dem Geschwafel ermüden? Ja, versuch's mal. Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Ach nein. Komm schon. Nach dem letzten Kampf war meine Hand blutüberströmt. Ach du Scheiße. Ach, scheiße, ey. Warte. Naja, man kann ja, also rostige Klinge passt nicht so. Ja. Was wir haben, letzte Familientreffen, Geschwafel.
Wie passend, das passt ja nicht. Ja, also eigentlich kann das jetzt nur Geschwafel oder, oder? Dudelwettstreu? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal Geschwafel. Versuch. Ach komm schon. Alles, was du sagst, ist dumm. Ach, Mann. Wie passend. Nee, warte. Das nicht. Alles, was du sagst, ist dumm. Scheiße. Ich meine, schade. Ah, versuch's doch mal mit Geschwafel. Ich fürchte, wir haben nicht alle bekommen. Alle. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ach Mann, was soll das? Sind alle Männer so? Dann heirate ich ein Schwein. Ja gut, das ist offensichtlich. Schwein. Kuh. Hm? Wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Sicher? Ja, eigentlich schon. Da bin ich mir sicher. Nein. Schade, war aber falsch. Wo ist mein Schwert? Ja. Na, Lektion gelernt. Nun zisch ab! Boy. Gibt's doch nicht. Kannst du zu dem Haus irgendwie? Nee. Okay, dann müssen wir nochmal den Bildschirm verlassen. Ach ja, den ganzen Weg zurück oder wie? Nee, ich denke einmal nur so wieder zu dem Abgrund und dann können wir wieder hingehen. Ja, tut mir leid, Leute. Ich kenne die Antwort natürlich auch nicht mehr auswendig. Ja, wäre ja auch langweilig. Was? Oh nein. Oh. Geh mal zur Gabelung. Oi, hoffentlich ist es wichtig. Haben wir jetzt alle gelernt oder nicht? Weiß ich nicht. Ich denke schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Versuche einfach mal ein bisschen. Fecht, kämpf. Du bist kein echter Gegner, wenn man geschult ist. Oh ja. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Aha, du warst also beim letzten Familientreffen. Ach komm, Junge, gib auf. Mein Schwert wird dich aufspießen wie eine Schaschlik. Das hier mit dem Staubwedel, oder? Hm, genau. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Ja, ich hoffe es, dass ich jetzt endlich... Okay, dann gehen wir nochmal zur Gabelung. Ja, geht der jetzt hin? Das Geilbrosch angeklebt. Achso. Wo ist der jetzt lang hin? Links. Linker. Eingang. Okay. Was passiert, wenn ich den falschen nehme? Kommen wir wieder raus. Aber warte, nimm noch eine gelbe Blume mit. Was? Nein, was sind die schön gelb? Mitnehmen. Nimm Pflanzen. Hab ich jetzt? Ja, gelbe Blumen. Wow. Ab jetzt weiß ich nicht mehr. Warte. Das kann ich jetzt auf die Weise. Nee, die brauchst du nicht. Die gelben aber. Kann ich die trotzdem mitnehmen?
Vielleicht. Versuch's. Ich glaube nicht, dass es sich für einen Piraten geziemt, im Wald zu spazieren und Blumen zu pflücken. Wow, aber Gelbe nimmt er mit. Ja, das hat auch einen ganz speziellen Grund, weil das hat uns Otis vorhin erzählt, dass er eingesperrt wurde, als er Gelbe Orchideen. Du musst nach links, glaube ich, ne? Nach links? Ich meine schon. Als er Gelbe Orchideen eingesammelt hat, ist er verhaftet worden, weil das nämlich hundeinschläfernde Blumen sind. Und wer hat Hunde vor seinem Haus? Hm. Richtig, die Gouverneurin. Ach ja, stimmt. War ja schon ewig da nicht mehr. Richtig. So, jetzt komm her. Jetzt mache ich dich fertig. Tanzt die da? Ich bin wieder da und diesmal steckst du in echten Schwierigkeiten. Na gut, bringen wir es hinter uns. Leute wie dich sehe ich sonst betrunken in der Gosse. Mit der Putze, ne? Nee, das war dreckige Ecke. Och Mann. Nur ich habe das Geschick eines echten Meisters. Dann solltest du es endlich benutzen oder so. Warte. Vielleicht solltest du es endlich benutzen. Okay. Guybrush. Ja, richtig schlagfertig. Mhm. Jetzt gibt es keine Finden mehr, die dir helfen. Gut. Wieso? Die könntest du viel eher gebrauchen. Oder? Okay. Nein. Ja. Hast du eine Idee, wie du hier lebend davon kommst? Ich habe keine Ahnung. Was war ist ganz oben? Ach, keine Ahnung. Versuch's doch mal mit Geschwafel. Tut mir leid, Leute. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Das ist echt lange her, dass ich gespielt habe. Und das war wohl nicht so gut. Mein Name wird in jeder dreckigen Ecke gefürchtet. Das war Putze. Wirklich? Ja. Ja, tatsächlich. Ich werde jeden Tropfen Blut aus deinem Körper melken. Boah. Okay, melken, jetzt aber. Ne? Jetzt ist aber... Ja, jetzt ist der Funke übergesprungen. Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Nach dem letzten Kampf war meine Hand Blut überströmt. Oh, was war das denn? Ja, vielleicht das mit der rostigen Klinge, weiß ja, nicht. Versuch's mal. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht. Ach nein, das gibt's doch nicht. Überall in der Karibik kennt man meine Klinge. Ja, versuche hier jetzt mal Geschwafel. Irgendwo muss das doch passen mit dem Geschwafel. Nein, schon wieder verloren. April, April. Ja, müssen wir nochmal. Nun zieh's ab! Ja, komm, geh schneller, Guybrush.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mehr Schimpfwörter lernen müssen. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Kennen wir den schon? Ja, das ist eigentlich auch egal. Also die Leute sehen alle unterschiedlich. Also irgendwann sehen sie auch gleich aus, aber ja. Ey, Mann, der macht mich jetzt total fertig. Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Oh, siehst du, die ist neu. Ja, da haben wir die nicht drauf. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Ja, ist jetzt egal, welche ich jetzt nehme, oder? Ja. Oh nein. April, April. Okay, jetzt können wir aber hin, oder? Ja, nee, jetzt müssen wir ja auch noch die Antworten darauf kennen, weil das ist dann ja das Wichtige. Okay. Geh mich schon so wie ich, ey. Tolle Antwort. Oder ich schneide dir durch, du. Bitte. Weil die Beleidigung an sich brauchen wir gar nicht, wir brauchen nur die Antworten. Weil sie ja die ganze Zeit beleidigt. So. Okay. Hier das mit dem Dummkopf. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Oh ja. 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 Okay, noch eine. Dein. Nein. Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Ja, ich bin besser als du. Ach, der weiß ja gar nichts, der Trottel. Ja, und die anderen haben wir alle. Okay. Ach, jetzt komm mal, lass dich fertig machen, Junge. Du hast doch keine Chance. Ich lasse dich das jetzt mal alleine machen. Ich gebe hier nur doofe Hinweise. Ja, keine Ahnung, ist ja jetzt egal, wenn ich verliere, oder? Ja, es ist auch egal. Aha, trotzdem gewonnen. So. Jetzt können wir hoffentlich sie besiegen. Gesagt, wir brauchen erst noch die Antworten darauf. Ach so, Die habe ich die Antworten. jetzt nicht schon? Nein. Er hat immer nur dieses doofe Oh ja gesagt und das Ach ist. so. So, kommt her, Piraten. Ui, der ist, glaube ich, neu. Und Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Ja, komm, mir geht das schon leicht auf die Nerven, dieselben Sachen vorzulesen. Ja, ich finde das immer so lustig, wenn man das so. Naja, wie gesagt, die neuen dann noch. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Ah, okay, schon mal eine Antwort. An deiner Stelle würde ich zum Landratte werden. Oh, auch noch. Oh, wir waren noch weit davon entfernt, alle zu kennen. Ja, ist ja egal. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Sehr schön. Die Antwort war irgendwas mit Popeln oder so. Das weiß ich noch. Okay, wir Huch, haben ein bitte. paar
tolle neue Beleidigung und dazu müssen wir jetzt nur noch die Antworten kennen. Okay. Hässlicher Pirat. Komm, jetzt gib mir bitte die Antworten. Okay. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Hast du das nicht vor kurzem getan? Mhm. Ja. Du kannst zwar ein dummer Bauer. So, das kennen wir ja. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Aha, mal wieder an der Nase gebohrt, wie? An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Das verhaltest du das nicht vor kurzem getan. Ja, die Beleidigungen sind im Deutschen leider nicht so geil. Die sind natürlich im englischen Original wesentlich origineller und auch lustiger. Naja. Wir hatten noch eine neue, ne? Da, Fuchtelei, glaube ich, ne? Okay. Meine ich jetzt zumindest. Ich bin besser als du. Ja, wow. Okay. Haben wir jetzt alle Antworten? Ich weiß es nicht. Nee, eine fehlt uns noch. Welche denn? Fehlt uns das mal mit der Fuchtelei. Oh nein, kommt schon. Jungs, wer will gegen mich kämpfen? Kommt schon. Ach, warum laufen die jetzt alle weg? So. Kommt schon, kommt schon. Kommt schon. Mann. So, ich bleib jetzt einfach stehen. Ja, geht doch. Ach, ja, lese ich jetzt nicht mehr vor. Ja, Leute, ist ein bisschen langweilig. Wissen wir wohl. Was hatte ich denn noch nicht? Das mit der Fuchtelei. Okay. Oh ja? Ja, da soll man lieber drauf antworten. Ja, der Rest ist egal. Oh, warte, mein Schwert würde ich in 1000 Stücke schneiden. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Das ist ein Schwert, du hast beim Schwertmeister gespickt. Was? Das, ja, stimmt, das war eine vom Schwertmeister. Oh ja. Tatsächlich. Ja, kannst eins von denen nehmen. Ah, das ist ja cool. Dann, Ich hatte hier gerade eine gesehen, hier das kluge Gegner, rennen wir bald weg. Komm ich auch neu, oder? Ja, das ist auch von der Schwertmeisterin. Darauf haben die dann einfach keine Antwort. Oder eben die richtige, wahrscheinlich. Ach so. Vielleicht. So. Eine fehlt uns, glaube ich, noch, oder? Ja. So, hoffentlich kennt der jetzt die Antwort. Enttäusche uns nicht, Emo. Ja, soll ich sie direkt nehmen? Ja. Wo ist die? Hier. Oh, Junge. Ich glaube, ich sollte zuerst eine andere nehmen, oder? Ja, ich glaube, das ist egal.
Ah, schon wieder von der Schwertmeisterin. Ja gut, vielleicht haben sie da auch einfach keine Antwort drauf, das kann so sein. Aber vielleicht reicht es ja schon, um die zu besiegen. Weiß ich nicht mehr. Kannst versuchen. So, jetzt aber. Komm schon. So. Einen Versuch starte ich jetzt nochmal mit der Schwertmeisterin, ansonsten. Ja, wo geht's lang? Hier, ne? Links, oder? Nee, oder? Ich Weiß es nicht mehr. weiß es wirklich nicht mehr. Werden wir es gleich sehen. Rechts. Ja, sieht gut aus. Jetzt links. Links, links. Links? Ja, zurück. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Was denn? Das nach oben und dann nach links. Links. Ah, okay. Dann nach oben. Dann So, jetzt aber. Muss es doch einfach klappen. ja, ich habe nämlich echt keine Lust mehr, Carla zu sprechen. Das macht keinen Spaß. Okay, diesmal kriege ich dich. Na gut, bringen wir es hinter uns. Soll ich dir jetzt eine Nachhilfestunde geben? Och, das ist ja schon wieder was Neues. Ja, ich bin ruhig. Nachhilfe, Nachhilfe. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, dass da passt, die könntest du viel eher gebrauchen, aber ich bin mir da jetzt, wie gesagt. Wo war das? Ah, hier. Ganz oben. So, und die könntest du viel eher gebrauchen. Nein. Ja, siehst du. Jetzt weiß ich, wie dumm und verkommen man sein kann. Oh Gott. Ist ja schon wieder was Neues. Was soll das? Aha, was also beim letzten Familientreffen. Ja, weiß ich nicht. Also Leute, so die Antworten, die wir geben, die passen teilweise schon, aber also so vom Sinn zumindest, ja, aber Hey, nein, es ja, hat geklappt. das war sogar gut. Alles, was du sagst, ist dumm. Okay. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Ja, da passt irgendwie gar nichts zu. Vielleicht zu schade, dass ich überhaupt keine kennt. Alles, was du tust, ist dumm. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Ja, weiß Keine theoretisch Ahnung. könnte es natürlich sein, aber ja. Vielleicht wie eine Kuh, Ja, ach, versuche es. Ich weiß es auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ich werde jeden Tropfen Blut aus deinem Körper melken. Okay, jetzt aber mit der Kuh. War das überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Melken, Kuh. Ja, müsste eigentlich, ja. Ja, doch, war richtig. Nach dem letzten Kampf war meine Hand blutüberströmt. Ah, ja, genau. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Das ist bestimmt richtig. Bestimmt, sage ich.
Aber das haben wir nicht, oder? Doch, ein noch nach unten. Siehst du? Vorletzte. Ah, da. Aha, mal wieder in die Nase gebohrt. Wie? Ja. Ja, es war richtig. Juhu. Kluge Gegner rennen weg, sobald sie mich sehen. Das mit dem Atem bestimmt, oder? Ja. Ja. Auch bevor sie deinen Atem riechen? Hast du eine Idee, wie du hier lebend davon kommst? Ach ja. Passt wieder nichts, ne? Ja, vielleicht mit dem Geschwafel, aber... Ich glaube, das hatten wir schon probiert, da waren wir gescheitert, ne? Ja, kann sein. Ja, irgendwas müssen wir ja nehmen. Ja, ach, weiß ich nicht. Versuche einfach mal, hattest du das nicht vor kurzem getan? Ach, passt nicht, aber... Mir fällt jetzt auch nichts ein. Überall in der Kriebe kennt man meine Klinge. Okay, das muss das mit der rostigen Klinge sein, oder? Nee, nein, zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Man kennt sie in der Karibik nur ihre Klinge. Aber sie nicht. Okay, wo ist das? Dritte von oben? Nein, jetzt ist es das ganz unten. Ach da, ja. Hey. Und? Okay, du hast gewonnen. Wow. Nun, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja. Nun kannst du all deinen Freunden imponieren, wie du den Schwertmeister besiegt hast. Mach ich. Du brauchst einen Beweis. Hier, das sollte reichen. Oh, darf ich mit ins Haus? Nein. Ach so, T-Shirt. Jetzt schau an. Schau mal das T-Shirt an. Okay. Darauf steht, ich habe den Schwertmeister besiegt. Wow. Ja, das ist der Beweis. Okay. Ja, ich denke, jetzt haben wir endlich den Schwertmeister besiegt und können jetzt getrost eine Pause machen. Und das denke ich auch. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Part dabei. Bis denn. Ciao, ciao.